Wir sind hier eine Woche lang. Viele von uns übernachten auch hier und wir haben immer am Tag 2 Theorieeinheiten und 2 Praxiseinheiten und das wechselt sich halt dementsprechend immer gut ab. Also man hat immer eine gute Mischung daraus, dass wenn man lange gesessen hat, noch mal rauskommt an die frische Luft. Und was ich auch gut finde, dass man das alles selber auch ausprobiert und selber einmal in der Rolle ist als Spieler und dann weiß, wie das ungefähr für die Spieler sein könnte, wenn man das dann als Trainer sozusagen für den Platz macht. Ich bin Trainer beim SC Poppenbüttel. Ich habe da eine E-Jugend, mit der ich dann eventuell in die D-Jugend hochgehe, dann jetzt im Sommer. Das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe. Also ich spiele nicht in dem Verein, wo ich jetzt Trainer tätig bin. Ich spiele selber beim FC St. Pauli und als Trainer bin ich beim Nienhofer TSV und ich trainiere dort eine U15-Mannschaft. Wir sind eine geschlechtergemischte Mannschaft, das heißt, wir haben auch ein Mädchen bei uns im Team, das auch bei der Auswahl spielt. Und ich bin bei dieser Mannschaft schon sehr lange dabei, also schon seit mehreren Jahren. Aber ich bin jetzt richtig aktiv dort geworden in der Corona-Zeit, wo ich angefangen habe, dort mit Einzeltraining zu beginnen, weil man dort nicht mit großen Gruppen trainieren durfte. Und dann habe ich angefangen, die Kinder einzeln zu trainieren. Erstmal so, dass es von mir aus halt kam, dass ich meine Erfahrung, was ich halt gesammelt habe, sowohl in der Junioren-Bundesliga als auch jetzt schon im Herrenbereich, dass ich da halt einfach mein Können und meine Erfahrung einfach schon an die Kinder weitergeben möchte. Und das war schon längere Zeit eigentlich so, aber es fehlte halt einfach die Zeit dafür so ein bisschen. Vor allem finde ich viele Übungen, die man mitnehmen sollte, quasi aus der Woche, die man dann im Verein einbauen kann. Das ist für mich so das Wichtigste, natürlich auch so Umgang mit Kindern, so ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr zu lernen, wie man die Kinder in welchen Jahrgängen vielleicht am besten nochmal erreichen kann. Aber hauptsächlich schon viele Spielformen, egal ob es jetzt in der Theorie oder auch in der Praxis jetzt draußen gleich ist, einfach davon viele Spielformen mitzunehmen. Also ich hoffe, dass mich der Trainerlehrgang weiterhilft, dass ich den Kindern weiterhelfen kann und noch besser als ich es jetzt schon kann, also dass ich hier noch mehr lerne, um das noch besser zu machen, als ich es jetzt schon mache. Ja, also erhoffen, wie eben auch schon gesagt, so, dass man halt viele Übungen, sowohl als auch in der Theorie als auch in der Praxis, einfach mit in den Verein nehmen kann, die man dann auch anwenden kann, egal ob es jetzt einfache sind für etwas kleinere Bambinis, F-Jugend, E-Jugend oder halt auch für etwas ältere dann schon in Richtung D- oder C-Jugend, dass man da einfach so vieles geht, irgendwie mitnimmt, viele Variablen hat und das einfach einbringen kann, um die Kinder dann quasi im eigenen Verein dann einfach besser machen zu können.